ist heute keine Zeit, sich schick zu machen. Ich sag mal Casual Friday, ne? Da machen wir einfach mal ganz locker, ohne Attire. Und genau, heute im Let's Play oder Let's Finish besser gesagt, Eishockey Manager, die 27. Saison. Ich versuch's immer noch. Ich will dieses verdammte Triple oder Quadruple, wenn es halt kommt. Also, ich versuch's. Ich versuch's weiterhin, bis es klappt. Guckt euch an oder nicht. Ich klicke mich durch, bis irgendwas explodiert. Wir gehen rein. Ich habe es ewig nicht gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ist echt lange, lange her. Bestimmt schon 2 Wochen wieder, seitdem ich dieses andere gemacht habe. Nur mit der Audiospur. Ich muss hier bei den Finanzen eigentlich gar nicht reingucken. Ich weiß, ich habe noch meine Mannschaft erneuert. Zielewski ist schon 35, der kann auch bald raus. Vielleicht packe ich den jetzt einfach auf den Markt. Und ansonsten sehe ich hier 33er. Okay, das sieht alles eigentlich gut aus. Theoretisch müsste ich diese Saison nicht mal irgendwas nachgucken. Ja, aber hier haben wir auch schon wieder ein Brett. Cool. Fabian sieht total klasse aus. Für Heinold wäre das natürlich schon eine Sache. Oder Burger oder Schiffel, aber eher für Heinold. Ich würde sagen, den packen wir einfach mal auf den Markt. Den Heinold und den Fabian holen wir uns für 420.000. Weil was kostet die Welt? Und das machen wir einfach mal. Und der wird ja auch stärker mit der Zeit. So, jetzt haben wir natürlich hier so ein bisschen eine kleine Lücke. Wenn wir Heinold draufpacken. Dann haben wir nicht mehr genügend 99er Spieler. Denn ich brauche ja 6 Stück. Und doch, ich habe 6. Ist ja perfekt. Na dann, lassen wir ihn auf den Markt. Und der Rest muss nachziehen. Und hier, 82er ist auch schon okay. Passt. Passt alles. Machen wir gleich so weiter. Okay. Ich gucke nochmal bei den Einstellungen nach. DEB-Pokal, Europapokal. Okay, ganz schnelles Spiel. Ist an. Wir haben 15.000 Cycles eingestellt, damit wir schön schnell durch sind. Stärke 83. 78 ist die nächste Stärke. Wir gucken nochmal hier rein. Klar, wir haben keinen Schnitt. Wir sind hier fast 200 Punkte vor und wir hatten letztes Mal den Europacup und den DEB-Pokal gewonnen und sind im Finale im letzten Spiel, glaube ich, gescheitert. Klar, man gönnt uns ja sonst nichts. Und hier haben wir wieder gegen Kanada verloren. Aber nächstes Mal holen wir ordentlich Punkte und das sollte auch reichen, vor Kanada zu kommen. Wenn wir mindestens Platz 4 oder 3 werden. Dann würde das reichen, um dort auch vor Kanada zu sein. Gut, haben wir das erledigt. Muss noch irgendwas Sonstiges gemacht werden? Wir können hier mal nach einer... Ja, die nehmen wir einfach. Dann sind die nächsten so dran. Ah, hier haben wir eine Verlängerungsoption. Die wollen nicht verlängern. Das ist aber kein gutes Angebot. Aber das hier, 122, nehmen wir an. Und hier haben wir noch 2 Monate. Oh, da gibt es auch richtig gute. Hier haben wir noch eine Verlängerungsoption. Und den würde ich sogar verlängern. Machen die aber nicht. Da warten wir einfach. Ist hier nicht mehr notwendig. So, Jugend habe ich hier auf Maximum gesetzt. Mal gucken, wie die sich jetzt entwickelt. Ob da irgendwie ein cooler Jugendspieler nachkommt. Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall 22 Millionen noch auf dem Konto. Hier haben wir auch noch ein bisschen Geld drin. Ich sehe hier 8 Millionen drin. Also den können wir auch hier definitiv mal ein bisschen mehr verkaufen. Dann haben wir schon 29 Millionen hier. Und ja, und momentan würde ich mir auch nichts kaufen hier. Gut, dann starten wir voll durch mit fast 30 Millionen auf dem Konto. Aufstellung müssen wir mal kurz gucken. Alles auf automatisch. Super. Was heißt das? Das ist unser Training. Ach nee, das eine ist, wir haben Sauna an. Genau. Das eine ist mit Sauna und das andere ist, dass wir noch offene Werbeangebote haben. Richtig. So,
So, hier hat uns keiner ans Bein gepinkelt, glaube ich. Genau, ist alles vorhanden, können wir alles machen. Klasse, na dann, legen wir los. Gegen Preußen direkt, Stärke 69, die sollten wir jetzt schlagen. Gucken wir mal, wir erhöhen auch mal die Cycles. Oh, das ist ganz schön hoch. So, 25.000. Mal gucken, wie schnell das jetzt läuft. So, wir haben gewonnen gegen Preußen, sehr gut. Dann gegen Riesersee. Stärke 79. Die waren eben noch nicht so stark. Kann ich mit Fug und Recht behaupten. Aber wir schaffen es auch wieder zwei Gegentore. Nee, nur zwei. Letztes Mal waren es drei. Ciszewski möchte verlängern. Drei Jahre. Ja, machen wir. Ist ja egal. Ist ja egal. Dann gegen Kassel. Die haben wir gerade auf Platz 2 geschossen. Okay, Stärke 76. Können wir schon mal gucken. Riesersee, Helos München und Kassel sind so die Gegner. Und wie gut läuft das hier gegen. Da haben wir ja ordentlich was auf die Mütze gekriegt. Passiert halt. Kaufbeuren ist an Heinold interessiert. Wir verkaufen ihn. Und 28-Jähriger, lohnt sich das? Nee, das lohnt sich nicht. Wir könnten eigentlich noch hier einen verkaufen, definitiv. Aber wir haben gerade nicht genügend Stärke Nachschub. Bei einem 83er können wir hier auch schon einsetzen, den Reiter. Wir müssen einfach mal gucken, ob wir Burger oder Schiefel verkaufen. Demnächst lassen wir noch drin. So, Helos München, der nächste starke Gegner. Schauen wir mal. Kommen auch nur noch 11.700 Zuschauer. Scheint diese Saison nicht so reich zu sein an Fans, die kommen. Schade, schade. Jetzt gegen Wedemark, die waren ja wirklich weit unten in dritte Liga. Das wird schon, sage ich mal, in meinem jugendlichen Leichtsinn. Nö, sieht doch gut aus. So, Fersenbruch, das hört sich eklig an, Leute. Macht nicht sowas. Brecht nicht eure Ferse. Jo, das ist eine ganz andere Kategorie dann. Und 30 Millionen auf dem Konto. Wir können ja mal gucken, was die uns hier so anbieten. Ist aber immer noch nicht top. Dann gucken wir mal hier rein. Das ist auch immer noch nicht top. Und gegen den letzten Miesbach. Hoffentlich steigen die mal ab. Hoffentlich steigen die mal ab, Leute. Aber ich spiele ja schon wieder auswärts gegen den letzten. Knappe Sache. So, und Kaufbeuren ist da oben mit dabei. Okay. Die hatte ich ja noch nicht auf dem Plan. Wir gucken uns an. Gegen Kassel natürlich. Die einzige Mannschaft, die uns besiegt hat. Gegen wen sonst sollten wir antreten müssen? Und am 1. Oktober gibt es neue Werbeangebote. Oder auch nicht. Doch. Wir nehmen einfach Playtime an. Ist okay. Und gucken ab und zu bei den Finanzen nach. So, jetzt haben wir nur noch das Training an. Wunderbar. Auf geht's gegen Schwenningen. Die sind halt auch stark. Und dann müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie was reißen. Aber es hat geklappt. Trotz der Stärke. Und wir haben uns auf Platz 1 geschossen. Das könnte diesmal besser laufen als letztes Mal. Rosenheim ist auch immer so ein Gegner, von dem man jederzeit besiegt werden kann. Sagte er und schoss 11 Tore. Gegen einen 77er. Jetzt gegen Sauerland weiter. Keine Ahnung, wie stark die sind. Aber die waren nicht auf meinem Plan. Ja, 76, aber es war schon wieder ein sehr knappes Ergebnis, ne? Was denn sonst? So, Kaufbeuren. Die sind ganz oben gewesen, auch gerade eben. Und die sind auch stark genug, uns zu besiegen. Mit Stärke 71. Klar. Ich weiß nicht, was der mit einberechnet.
Ja. Weiter geht's gegen Königsbrunn. Die waren aufgestiegen. Das sind doch diese Pinguine. Okay. Gegen die hatte ich sonst nur im DB-Pokal gespielt. Und ja, gegen 70er gewinnt man 10-0 und gegen 71er verliert man irgendwie was. Wir klickern uns weiter durch. Oh, Augsburg. Nemesis ist wieder da. Aber wir haben es geschafft. Wir haben sie besiegt. Wir kriegen echt viele Gegentore, ne? 26 Gegentore. Unser Torwart ist gar nicht gut, würde ich mal sagen. 2,36 Gegentore pro Spiel. Ich gucke hier immer rein. Nee, ich will in den Transfermarkt gucken. Und gucken, ob wir hier irgendwie ein Bonbon haben. Aber nein. Dann geht's weiter. Preußen-Berlin. Hinrunde der Hinrunde ist rum. Wir begeben uns in die Rückrunde der Hinrunde. Und diesmal sieht das gegen Preußen auch besser aus. Jetzt haben wir aber schon wieder einen verletzten Stürmer. So, Tevens oder. Ja. Ich sehe gerade, dass ich ein paar verletzte Spieler habe. Fängler ist verletzt, okay. Den haben wir stattdessen drin. Reiter, das ist okay. Und Saalstein und Fabian. Als 13 und. Achso, die sind Reserve. Genau. Ist okay. Und Schiefe ist schon ganz schön erschöpft. Was immer das heißen mag. So, jetzt DEB-Pokal. Schaffen wir es? Boah, knappe Sache. 5 zu 6. Wir kriegen so viele Gegentore. Das ist diese Saison echt hammerhart. Aber es reicht. Wir haben Kassel rausgeschmissen. Das ist schon mal gut. Bierkin. Ich bin der Meinung, das ist so ein Kandidat, den man gerne. Nee. Los wird. Der hat eine schlechte Technik. Der ist jetzt nicht so super. Wie alt ist der 27? Warum habe ich den überhaupt? Da habe ich aber nicht mehr viel Reserve, sage ich mal, wenn ich den hier rausschmeiße. So, Tschiszewski habe ich jetzt noch 3 Jahre. Okay. Das heißt, ich könnte eigentlich Moser dann auch rausschmeißen. Ich bin ja nicht aufs Geld angewiesen, ne? Aber der 63 Technik ist echt nicht hoch. Ich behalte ihn einfach mal. Was soll's? So, die Aktien sind alle gefühlt irgendwie, na, außer die doppelt so viel wert. Wir machen einfach weiter. Rieser See. Also letzte Saison sah es ja eher schlecht aus, ne? Da sind wir auf Platz 5 rumgegurkt und jetzt haben wir schon 6 Punkte Vorsprung. Es läuft immer anders. Jede Saison läuft anders, egal, dass wir die gleiche Stärke haben wie sonst auch. Okay, Rosenheim ist natürlich wieder ein Kackgegner. Entschuldigung. Und McKeifer, ihr könnt euch auch mal für andere Spieler interessieren, liebe Leute. Den verkaufe ich sicherlich nicht. Und das sind alles nur alte Säcke hier, Leute. So, gegen Kassel. Und ich gucke gleich mal in die Aufstellung rein. 13.400 Zuschauer. Kassel spielen wir an die Wand. Sehr gut. Werbepartner bittet um Verlängerungsoption. Na, dann gucken wir doch mal. Hier haben wir. Nö, verlängern wir nicht. Und wir gucken einfach mal. Da nehmen wir das an. Nehmen wir gerne an. Und hier haben wir 40. Okay, 24 Monate. Ist okay. Einen Monat habe ich gesehen. 39.000. Gut. Und einen Monat noch Werbeeinnahmen für den Fernsehkanal. Dann 76, also die sind wirklich nicht stark jetzt mehr.
Das sieht sehr, sehr schwach aus. Sauerland ist da auch ganz unten. Das sollten wir eigentlich schaffen. Eigentlich theoretisch. Wer weiß, wer weiß. Ja. Mit Aktien kannst du knicken. Oh, wie auswärts gegen Helos. Habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber reicht locker aus. Gegen den zweiten. Und wir haben jetzt 8 Punkte Vorsprung. Dann gegen Miesbach geht es weiter. Gegen den letzten. Kann ja auch immer übel enden. Jo. 5-0. So, wir sind beim Europacup angekommen. Und die haben Stärke 66. Das sieht ja alles okay aus. Die sind immer noch alle verletzt. Rippenbruch und Fersenbruch. Und der hat eine Bänderdehnung. Die sind alle alt weiterhin. Brauchen wir nicht gucken. So. DEB-Pokal sieht gut aus. Europapokal, sage ich jetzt auch gerade, sieht gut aus. Ach, Richtersee ist dann mit dabei. Und hier haben wir Klagenfurt. AC ist Österreich. Permik, keine Ahnung. Kann auch irgendwas. Belarus, Ukraine, Russland sein. Kiew auf jeden Fall Ukraine. Chelyabinsk hört sich russisch an. Novitat, Podhale, Podhale, Hale, Podhale, keine Ahnung, Novitat. Wollte ich irgendwas im Balkan? Und Polonia Beuthen ist natürlich Polen. So, 66, 71 und 76. Okay. Gut, gegen Schwenningen. Wir haben mittlerweile 32 Millionen auf dem Konto. Und das Spiel haben wir echt mit 2-0 gestartet. Nicht schlecht. Und 8-3 geht's raus. 30 Punkte Vorsprung. Tscherbinsk, die stärkste Mannschaft. Heim. 21.700 Zuschauer. Es rockt. Und Polonia Beuthen. Auch nochmal heim. Das heißt, ich habe jetzt drei Heimspiele hintereinander. Und dann noch zwei Auswärtsspiele. Und 6 zu 0. Okay. Ja, das ist eine eindeutige Sache bisher. Wir sind augenscheinlich weiter. Das auf jeden Fall. So, Rosenheim. Was macht Rosenheim? Ärgern die uns mal wieder? Ja, ein Unentschieden. Seit langem 9 Punkte Vorsprung. Wir gucken auf den Transfermarkt. Ist irgendwas Neues? Nö, gibt's nicht. Habe ich bei den Torwarten nicht geguckt. Auch bei den Torwarten gucken. Nein. Wir machen weiter. Okay. Aber wir sind definitiv sowas von weiter. Burtin möchte verlängern. Das machen wir auch. Und jetzt gegen ECD Sauerland. Die schlechteste Mannschaft. Hier haben wir wieder nichts Neues. Ich wollte gucken, ob die Taktik immer noch alles schön auf automatisch steht. Habe ja sonst nichts zu tun. Immer nur mal wieder überprüfen. Schlechteste Mannschaft. Stärke 64 gegen 83, 19 Stärken Unterschied. Was will man mehr? Außer ein 1-1. Zweites Unentschieden in Folge. Okay. Polonia Beuthen. Ein Sieg wäre schön. Aber muss nicht sein. Kann man nichts machen. Gut, aber wir sind weiter und treten erstmal auswärts gegen die an. Dann gucken wir mal. Okay, immer ein Unentschieden. Riesersee ist auch weitergekommen. Okay. Und Soko Kiew. Jetzt gegen Kaufbeuren. Zehn zu 0. Dann gegen Riesersee. Wie stark sind die? Und das sieht echt nicht gut aus.
Das wird nichts. Das wird so nichts, Leute. Da kannst du machen, was du willst, aber das kriegst du nicht hin. Das wird wieder kein Triple anscheinend. So viele Unentschieden. Also ich meine, es ist noch was drin, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Gegen Riessersee auswärts irgendwie jetzt im Europapokal was holen. Ne, guckt euch das an, wie schlecht das ist. Das läuft richtig schlecht. Dann muss ich jetzt wieder Meister werden, damit ich überhaupt im Europapokal wieder mitspiele. So, Tscherbinsk. 76, 72. Gegen Riessersee zweimal verloren. Wolfsburg ist an Tevens interessiert. Ja, nee, kannst du knicken. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Dann nehmen wir das an. Boah, das sind ja fast 200.000. Na Wahnsinn. Cool. Das ist ja ordentlich jetzt. Ordentliches Geld. Auch wenn wir es wieder nicht geschafft haben. Auf geht's gegen Augsburg. Und jetzt kriege ich wieder hintereinander weg. Unentschieden. Ach, die gute Saison ist vorbei. Wir sind außerdem in der Rückrunde. Hinrunde der Rückrunde. Gut. 23. Spieltag. Jetzt gegen Riessersee. Jetzt ziehen wir sie wieder ab, ne? Oder wie sieht's aus? Nee, die gewinnen auswärts gegen uns. Ja. Stärke 71, ey. Das ist unglaublich. Also, ich habe da kein Verständnis für, wie die so gegen uns gewinnen können. Braun möchte verlängern. Die sind immer noch verletzt. Rippenbruch und Fersenbruch. Und der hat immer noch die Bänderdehnung seit Wochen. Monaten mittlerweile. Jo, guck mal, der ist abgestürzt. Der ist richtig hochgegangen nochmal, aber der ist abgestürzt. Nee, hier. Wir kaufen Aktien. Ich habe 13.000 von denen. Wir kaufen 40.000. Wir kaufen 90.000. 8 Millionen stecken wir rein. Gucken wir mal, was draus wird. Weiter geht's gegen Helios München. Ja, das ist ein Sieg, würde ich sagen. 10-1. Und jetzt gegen Rosenheim. Ich hoffe, das wird jetzt wieder besser. Wobei das ja auch völlig egal ist. Wir schaffen unser Triple nicht. Es ist einfach vermurkst. Und natürlich verlieren wir gegen Rosenheim. Und ich bin froh, wenn Miesbach auch endlich raus ist hier aus der Bundesliga. Die haben mich lang genug geärgert. Und Schwenningen gewinnt jetzt auch gegen uns. Okay, jetzt sind wir wieder nur 9 Punkte vor. Rosenheim, weiter geht's. Das ist jetzt nicht der DEB-Pokal. Wir sind ja schon wieder heim. Und jetzt nochmal gegen Rosenheim, oder? Ne, erstmal gegen Sauerland. Okay. Und jetzt gegen Rosenheim. Und die Frage ist, kriegen wir wieder gar nichts auf die Reihe? Sieht gut aus diesmal. Ja, hat gereicht. War knapp, aber es hat gereicht. Gegen Schwenningen, die haben uns vorhin auf die Mütze gegeben. Ja. Und Kaufbeuren, wow. 5-1 im ersten Drittel. Da kannst du auch nichts machen. Wir gucken einfach mal hier rein.
Dann muss ich das Ding, muss ich nach oben ziehen, dann sehe ich das, okay. Schade, dass das nicht so bleibt. Gut, Bierkin ist wieder da. Und ich kann echt einen Reservespieler noch loswerden. Einen Reservespieler, sage ich. Aber die sind noch nicht so weit. Wird anscheinend erst nächste Saison sowas werden. Nicht, dass wir unsere Stärke verlieren. Königsbrunn gibt mir auch immer echtes Rennen. Ne? 9 Punkte Vorsprung. Gegen Augsburg geht's weiter. Doch nicht mehr so übel. Solange sie nicht letzter sind oder eine sehr schwache Mannschaft oder beides, geht's eigentlich ganz gut. Das sieht alles ganz gut aus. 10 Monate sehe ich. 10 Monate. Immer noch. Wir sind in der Rückrunde von der Rückrunde angekommen. Ja. Ist ein bekannter Sieg. Gegen Preußen lief es diesmal gut. Wenn die weiter so machen, spielen wir in den Playoffs gegen die. Rauf, verlängern wir, machen wir. 26. Nicht gut genug, nicht gut genug. Wir machen weiter gegen Riesersee. Was macht Riesersee mit uns? Gegen die kommen wir zurzeit auch nicht gut an. Stärke 69, 1-1. Im Europapokal, ne? Total verkackt. So. 4-1 gegen Schwenningen, Hinspiel. Sehr gut. Rückspiel, wie sieht's da aus? Es sah mal gut aus am Anfang. Und dann? Dann wieder nicht. Kassel. Sehr gut. 5-1. Wir haben 12 Punkte Vorsprung. Und gucken einfach mal in die Aktien rein. Die dümpeln halt bei 79 rum. Das ist total legitim. Und der Rest sollte einfach mal abstürzen. Ja, Held aus München. Mit der Stärke kann man auswärts dann schon mal verlieren. 10 Punkte nur noch Vorsprung. Jetzt kommt Schwenningen heim. Also wir heim. Und das reicht. Okay, wir haben es mal ins Finale geschafft. Sind aber jetzt in auswärts. Was es natürlich wieder schwerer macht. Dann Miesbach. Ja, gegen den letzten. Oder die waren noch letzter. Nee, vorletzter. Wer ist noch schlechter? Sauerland ist noch schlechter. Aber die geben dich da nicht viel. Und Kassel hat sich wieder ein Stück nach oben gearbeitet. Gegen Schwenningen wieder. So nicht im Pokal lassen die sich auch viel einfach schlagen. Und wir haben immer noch 10 Punkte Vorsprung. So, jetzt sind hier auch alle Leute wieder da. Ich habe hier auch schon 80er Spieler. Das heißt, Burger sitzt sowieso auf der Bank. Ich kann ihn also mal verkaufen mit meinen 33 Jahren. Machen wir einfach mal. Ja, gegen Rosenheim hat es gereicht. Die haben ja immerhin Stärke 61. Wir sind nur 22 Stärken stärker. Das ist knapp. So, plus 100 Tore. Tore läuft gut. Und gegen den letzten. Auswärts. Ist auch ein bisschen sicherer geworden. Kaufbeuren, immer ein stärker Gegner diese Saison gewesen. Die uns echt brutal auch zu schaffen gemacht haben. Die haben ihre Stärke 71 und es auch weiterhin tun. Königsbrunn ist auch so ein Gegner, gegen den man nicht gerne spielt auswärts. Weil die plötzlich immer abgehen und dann ganz viele Tore schießen. Und wir haben 11 Punkte Vorsprung. Schwenningen ist an Burger interessiert. Ich verkaufe den jetzt einfach.
Mann, ich habe mir aufgestellt. Und dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. So, das ist immer noch unterirdisch, alles gut. Letzter Spieltag gegen Augsburg, gegen die wir auch im Pokalfinale spielen. Die auf Platz 4 sind. Okay. Wir spielen gegen Kaufbeuren. Natürlich, gleich die übelste Mannschaft. Dann müssen wir bangen, dass wir wirklich weiterkommen. Und jetzt gegen Kaufbeuren, Stärke 72. Aber das Hinspiel sieht gut aus. 5-0. Ich wollte bei den Statistiken gucken. Ich würde sagen, knapp verfehlt. Naja, da sind schon ein paar Minuten zwischen Sauerland und uns. Paar Minuten. Leblanc hat sich deutlich gebessert. Wir waren 2,36 am Anfang gewesen. Jetzt haben wir unter 2,0. Das ist auch schön zu sehen. Wir gehen weiter gegen Kaufbeuren. 3-3. 4-3, okay, das reicht nicht. Bloß kein Spiel abgeben. Das könnte sehr gefährlich werden. Aber sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Und wenn wir jetzt vielleicht nochmal ein Auswärtsspiel gewinnen würden, würde ich mich auch tierisch. Solange wir die Heimspiele gewinnen, ist alles gut. Das reicht. Dann Hede aus München. Hier brauchen wir auch nicht gucken. Hier das Menschenstärke 76, das könnte der stärkste Gegner sein, der noch drin ist. Ja, und wir haben ihn abgekriegt. Natürlich! Okay, 4-1, erstes Drittel. Sieht gut aus. Nehmen wir so hin. Und wir spielen rabiat schnell weiter. Und es sieht auch ganz gut aus, dass wir da mal schnell durchkommen. Preußen ist noch drin und Augsburg. Aber Preußen hat jetzt vorgelegt mit 2 Siegen. Also entweder sind zwei Berliner Mannschaften im Finale oder das Finale besteht aus den Leuten aus dem DFB-Pokal. Aber es sind zwei Berliner Mannschaften. So, Fingerbruch und Rippenbruch. Fingerbruch Tevens und Rippenbruch Fengler. Dann ist das so. Wir gucken auf den Transfermarkt. Das sind. Guck mal, keiner über 50 in die Form, ne? Das ist ja schrecklich. Ist ja schrecklich. Gut. Dann treten wir gegen Preußen an. Und gucken, dass wir fast verlieren. Fast verlieren. Erklärt mir das mal einer. Es ist gruselig. Es ist gruselig. Die sind Platz 7 gewesen. Zu Saisonende. Platz 7. So, gegen Augsburg. Jetzt wird's echt. Oh, das ist alles abenteuerlich, ne? Ja. Okay, DFB-Pokal sieht gut aus. Preußen geht weiter. Gegen Preußen ist es immer schwer, auch wenn wir bisher alles, jedes Spiel in der Saison gegen sie gewonnen haben. Okay, das reicht auch gerade. Dann heim gegen Augsburg. Müssen wir nur noch gewinnen. Und es sieht ganz gut aus. DB-Pokalsieger. Okay, weiter geht's gegen Preußen. Wie läuft es hier heute? Machen wir es dicht? Nee, noch nicht. Ja, okay. Deutscher Meister, DB-Pokalsieger, aber Europapokal fehlt. Wie immer, Matt Calfe möchte verlängern von 1 auf 3. Das machen wir einfach mal. Und wir gucken hier nochmal rein. 52, 54. Der Rest ist echt zu vergessen. Kannst du alles vergessen? Das kannst du auch vergessen. Da müssen wir nicht gucken. Und die haben wir ja noch. Was ist aus den 10 Monaten geworden? Das sind noch 7 Monate. Okay. Ja, Saisonende steht vor der Tür. Wir gucken auch mal kurz in die Jugend. Erster Platz, zweiter Platz, Liga. Okay.
und beenden die Saison und gehen in die WM. Dann versuchen wir mal die WM zu gewinnen. Oder vor Kanada zu landen. Wäre auch schon mal was. Taktik, alles automatisch. Wunderbar. Ich habe wieder nur 500.000 zur Verfügung. Klar, das zieht sich ja durch. Und ich wollte bei den Stärken gucken. Finnland, USA. Okay, wir fangen mit den USA an. Und danach machen wir vielleicht Finnland. Na, sieht ja nicht so gut aus. Okay, 3-3. Wir gehen gegen Finnland weiter. Das sieht gar nicht gut aus zurzeit. Kanada und Schweden sind die nächsten möglichen Gegner. Ich nehme den günstigeren und das ist Schweden. Und dann habe ich noch 200.000 zur Verfügung. Okay, das erste Mal, dass wir hier einen Sieg haben, einen ordentlichen Sieg auch. Stärke 82, jetzt kann man Kanada oder Tschechien nehmen. Tschechien ist 130 und Kanada ist 120. Dann nehmen wir doch Kanada. Und dann auswärts gegen Tschechien nochmal. Und dann haben wir ein bisschen Geld übrig. Für das nächste Mal. Und wir haben es geschafft, auf Platz 1 zu kommen. Das ist doch wunderbar. So, jetzt treten wir an gegen die USA. Dann lasst mal sehen, wie gut wir vorankommen. Das ist ja ein hart umkämpftes Spiel. Kanada ist die einzig starke Mannschaft hier. Könnten wir gut schaffen. Und die Gruppe ist echt hart. Also Finnland, Schweden, Tschechien und Russland ist schon echt krass. Gut, gegen Kanada auch gewonnen. 6-0. Jetzt geht es weiter gegen die Schweiz. Und das sollten wir eigentlich auch locker schaffen. Und dann gibt es noch Italien. Bekannter Sieg, Schweden als Gegner. Und dann müssen wir gucken, ob wir hier irgendwas reißen. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Gegen die USA wieder. Gegen die haben wir schon mal gewonnen. Haben wir? Ja, haben wir. Wir haben ja alle Spiele gewonnen. Reicht aber nicht. Tun wir diesmal nicht. Ach, Kanada kommt wieder weiter. Kanada ist wieder vor uns. Das kann nicht wahr sein. Wieder nicht gewonnen. Der Zufall ist nicht auf unserer Seite. Ist okay. Wir sind damit fertig. Kanada ist wieder Weltmeister geworden. Wir diesmal nur Platz 3. Okay. Wir haben immer zwei Titel geschafft. Oh, ich werde gefragt. So, ja. Hatte ich jetzt schon weitergeklickt. Video pausiert und weitergeklickt. War richtig. Spieler war die Antwort gewesen. Jo. Wir haben wieder irgendwie DEB-Pokal. Ich glaube, das ist deutscher Meister. WM teilgenommen. Europapokal nehmen wir teil. Und den besten Torhüter gehabt. Okay. Wir verlängern alle. Einfach hintereinander weg. Und jetzt haben wir auch wieder 34er drin. Die wir natürlich loswerden müssen demnächst. In der nächsten Saison. Gucken wir uns dann später mal an. So, gegen Kassel. Auswärts gleich. Na, das kann ja schon wieder gleich das Ende bedeuten. Beim nächsten Mal, hier haben wir jetzt alles drin. Okay, wunderbar. Die Jugend startet über auf Platz 2. Das ist auch gut. Wir gucken noch bei den Transfers kurz rein. Da ist nichts Gutes vorhanden. Kannst du vergessen. Wir haben wieder keinen Jugendspieler gekriegt.
sind weiterhin stärkste Mannschaft. Und dann gucken wir hier noch rein. Hier ist wieder gewaltig gestiegen. 3 Millionen plus. Was soll ich sagen? Ist okay. Und den Rest kannst du. Ah, hier, guck mal, der Wert ist gesunken. Hier können wir noch ein bisschen was kaufen. Machen wir einfach mal. Okay, gut. Dann sage ich, das war's soweit. Am Casual Friday. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Finish Eishockey Manager. Und dann klappt es ja vielleicht auch. Vielleicht finish ich es irgendwann. Gucken wir mal. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.